Für den Bananen-Vanille-Shake brauchen wir erstmal eine Banane. Kurz klein schneiden in einen Topf damit. Und jetzt geben wir schon die Milch darüber. Und im nächsten Schritt einfach das Eis dazugeben. Wer es ein bisschen süßer mag, gibt noch ein bisschen Vanillezucker dabei. Und für einen kleinen frischen Kick gebe ich hier noch ein paar Tropfen Zitronensaft dazu. Die ganzen Zutaten mit einem Pürierstab schön fein vermischen, damit das alles schön cremig wird. Und im nächsten Schritt nehme ich einfach ein Glas mit ein, zwei Eiswürfeln und gieße da den Milchshake drüber. Bis oben hin, lasse noch ein bisschen Platz. Und dann serviere ich das Ganze noch mit etwas Vanilleeis, dann hat man nachher noch was zu löffeln. Strohhalm dabei und schon ist der Bananen-Vanille-Shake fertig, um an heißen Tagen verzehrt zu werden. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!